Ja, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Otto the Apes Odyssey und das am 3.4.2018. Und ja, wir sind beim letzten Mal hier stehen geblieben bei diesem komischen, der Weise wird nachahnen, um zu passieren. Okay. Ja, ich hab's schon kapiert, Alter. Okay, habe ich das auch gescheckt. Weiter geht's. Was ist das hier? Schände, bis der Slick dir gehört. Halte L1 plus L2, um zu schänden. Bla bla. Kennen wir doch schon. Mal sehen, wie lange ich heute aufnehme. Wahrscheinlich habe ich heute vor, beide Tempel zu machen. Hier Peramonia-Tempel und Scarbania-Tempel. Will ich ja beide schaffen? Und tschüss. Und platsch. Und heute war ich schon draußen und es ist sehr warm, merke ich. Es wird langsam echt Frühling. Um zu rollen. Okay, ja, auch kapiert. Wir gehen weiter. Erstmal schön dagegen laufen, lol. Okay. Was steht hier bitte schön? Wenige Pyramids und Scraps bewohnen diese Landstreiche, da Millionen durch unsere Hand sterben. Sie sind uns, die wir wissend sind, heilig, aber stellen muss er sich und ihr Spiel mitspielen. Wie heißt er? Shycrull wird durch ihre unruhigen Geister gerufen, um dem Sieger auf seiner Suche zu helfen. Ich habe den immer Schweißgeil genannt. Wieso? Keine Ahnung, wie man den ausspricht. Ach, ist mir auch egal. Ja, Schalter. Aktivieren, Brunnen, bla. Das mal den hier. Das war Ticket Easy. Hep. Warum meditieren die da im Hintergrund? Hä? Okay. So, aktiviert. Ab in den Brunnen, bitte. Flup. Okay, habe ich auch gescheckt. Und pups. Einfach. So, dann gehen wir mal weiter. Mein Gott. Ist das riesig. Was ist hier? Einzelne gekennzeichnete blaue Hände entfesseln die Kraft, um falsche Ländereien zu zerstören. Glackenminister reagieren wütend und erschrocken, als der erwachte Schweißgall die Fleischfarm zum Stillstand bringt. So ist das also. Machen wir aber noch nicht. Da müssen wir nämlich später hin. Ach nee, wir müssen da hin. Oh mein Gott. Ist schon eine Woche her, wo ich das gespielt habe. Ich brauche natürlich wieder Parts. Was auch sonst? Ach, die Karte zu den Mosaiklinien. Brauchen wir die? Nö. Das wird uns echt tatsächlich nochmal erklärt, wie was funktioniert. Das ist so dumm. Um das Vogelportal zu nutzen, schente und springe dann durch.
Klar. Klar, klar wie Kloßbrühe. Help. Müssen wir eigentlich nicht erst nach unten? Ja, doch. Ja, hier. Ach, Abe. Ich brauche das Glockenlied. Das brauche ich sowieso. Genau das hier. So, das haben wir jetzt und jetzt gehe ich erstmal weiter. Bienen, nein! So, hoch. Ich habe ja auch noch Oddworld Apes Exodus natürlich da. Kommt auch noch, aber nicht jetzt. Nein, noch lange nicht. So, dann schenken wir mal und öffnen die Tür mit dieser Glockenmelodie. Tada! Nein, 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 lass mich in Ruhe. Okay, habe ich mir gemerkt. So, verschwinde. Danke. Steinschlüssel. Unsere Tempel sind dunkel geworden, seit das Marco-Kartell die Modokon versklavt hat, entzündet die heiligen Feuer, indem du die Steinschlösser einschaltest, wo immer du sie finden kannst. Erst wenn alle Schlösser eingeschaltet sind, ist es dir erlaubt, an den Initationsriten des Tempels teilzunehmen. Na ja, klar, wenn man diesen Schalter aktiviert hier. Den hier. Steht hier? Sprung des Glaubens. Heißt Renn und Help. Hier müssen wir noch nicht hin. Ganz, ganz spät erst, wenn wir die beiden Tempel geschafft haben und die Kräfte des Schweißgeil besitzen. So, dann müssen wir aber gleich bei den Tempeln angelangt sein. Bei den Fleischarbeitern mit der verlorenen Geschichte und geboren inmitten dieser heraufbeschworenen Kreatur mit enormem Appetit, harter Schale und entsetzlich verbranntem Atem. Dem Herz aus Stahl und Klingen der Erste soll Zeugnis ablegen und hervorkommen. Er befreit seinesgleichen, bevor er die anderen findet. Natürlich wieder Abe. Abe, der große Held. Da sehen wir Scraps und Paramites. Die Statuen davon. Ach, die beiden Tempelmann sind das Erinnerung. Da können wir noch nicht hin. Später. Nix. So, nach der Reihenfolge beginnen wir hiermit. Ich wünsche euch viel Spaß mit der ersten Cutscene für heute. Ich hatte Visionen. Paramites lebten frei wie der Wind, so wie es früher war. Aber da war ich noch ein Kind. Dann kamen wir, hörten nicht ihr Schreien und Beten, sondern machten aus ihnen Paramite-Pasteten. Wieso Paramite-Pasteten? Schmeckt doch ja nicht. Nee. Um das Elum zu besteigen, stell dich vor ihn und drücke oben. Jojo.
Was muss ich den Spacko erstmal erledigen? So. Und tschüss. Dankeschön. War jetzt hier nicht laut? Ja, ein Stein. Ein Stein. Treffe ich überhaupt so? Tatsächlich. Geil. Geil, einfach nur. Jetzt noch die Glocke aktivieren. Komm, Elum, ich brauch dich. Und auf. Na, wie war nochmal springen? Nein! Ich hasse mich für meine Dummheit, weil ich einfach irgendwas ausprobiere. Blup! Alter, willst du mich verarschen? Ich krieg ein Rohr, ey. Es wird mal wieder irgendwem nachmachen, kenne ich doch schon. Warte. Hallo. Ja. Hallo. Hallo. Okay. So, Ticket easy. So, Elon, komm bitte mit. Folge mir. Und hoch. So, du warst jetzt bitte mal hier. Warte. Aber ich bin ein Dummkopf. Echt. Ich hätte mir doch denken sollen. Ach Mann. Was für ein Bullshit gerade von mir. Ja, hallo. Runter. Hallo. Boah, es regt mich voll auf, ey. Mann. Okay. Ich bin wieder so richtig ungeduldig irgendwo. Folge mir. Kriegt das denn nicht hin? Wir sind immer so auf zack, zack, schnell erledigen. Ne, was mache ich? Ich mach voll den Scheiß. So, jetzt mach ich das mal anders. Sonst raste ich aus. Und tschüss. Das war's. Hup. Komm mit. Folge mir. Einfach nur mitkommen. Hoch. Ja, komm, friss den Honig. Der ist so saftig und lecker. Ich glaube, Honig lieben auch Elums. Okay. So, holen wir den Teil runter. Ich schau ab. Was meckest du rum, Elum? Ach, so gut jetzt. Blödes Missviech, gib Ruhe. Ja, darf ich dich auch bitte besteigen? Ja, danke. Und jetzt rennen wir mal. Hep. Hep. Ja. Kurzer Übergang, aber auch nur für mich. Warte mal hier. Es ist mal ganz nach oben, kenne ich ja schon. Ach, hier ist ja gar kein Brunnen. Hä? Die Oddworld-Reihe ist ja dafür bekannt, weil sie so viele fiese, tückische Fallen hat.
Jetzt übernehme ich dich, na warte mal. Natürlich den anderen Spacko. So. Ja, und mit dem hier renne ich jetzt in die Mine. Und gute Nacht. Runter hier. Genau. Scheiter natürlich. So, Elum, du kommst erstmal bitte runter. Folge mir. Wir gehen erstmal komplett nach oben. An einen sicheren Ort am besten. Erstmal gehe ich mal auf die rauf. Wo ich im Oddworld New and Tasty gespielt habe, sieht das Ganze echt total anders aus. Ja. Viel, viel klarer auch. Das kriege ich ein. Voll die Windmühle da im Hintergrund. Und jetzt? Noch mehr, ich werde bekloppt. Ja, ich mach mal einen kurzen Cut, weil ich kurz weg bin. Bis gleich.